Abgesehen davon, dass wir fressen wollen, ohne fett zu werden, wissen wir Frauen nicht wirklich, was wir wollen. Uns zufriedenzustellen ist nämlich genauso kompliziert wie einer Frau die scheiß Absatzregel. Absatz? Wie du denn das richtig an? Die Abseitsregel zu erklären. I don't know. Das ist so frauenfeindlich. Ja, ist es. Wenn wir einen Typen kennenlernen, der super lieb und aufmerksam ist, sind wir Frauen so. Du bist der perfekte Mann. Für jemand anderen. Ey, ich weiß nicht warum, aber bei einem tollen, netten Typen platzen bei uns Frauen irgendwelche Synapsen, die auslösen, dass er sofort in the zone ist. In the friend zone. Und wenn wir ein offensichtliches Arschloch kennenlernen, dann... Aber eigentlich sieht er ganz gut aus. Warum ist das so? Weil wir behindert sind. Okay, andere Situation. Wenn der Typ schon im Restaurant sitzt, bevor ich komme. Eigentlich ein gutes Zeichen. Aber wir Frauen denken dann, Gott, dieser Typ ist besessen, ich werde klaustrophobisch, ich werde keine Zeit mehr für mich alleine haben, er wird mich erdrücken mit seiner Liebe. Oh mein Gott. Das Einzige, was ich heute bestelle, ist eine Flasche von meinem Lieblingswasser. Wat will er? Seriously, wat will er? Kommt er aber zu spät? Wird aus Trotz schon mal Tinder, Luvu, Elite-Partner und YouPorn runtergeladen. Boy, bye. Oder wenn er sagt, er ruft um 3 Uhr an. Und er ruft um 3 Uhr an. Wenn das passiert, gucke ich auf mein Handy, als hätte ich Satan höchstpersönlich auf meinem Display. Was will er? Angsteinflößend. Motherfucker, hast du dir einen Wecker gestellt? Nur zur Info, ich bin jetzt wach und ich renne jetzt weg. Von dir. Und wenn er auch nur ein paar Minuten zu spät anruft, sag Hallo zum Anrufbeantworter. Du kannst direkt zur Hölle fahren. Oder wenn er bei WhatsApp schreibt und super viele Smileys benutzt. Offenbar muss hier jemand was kompensieren. Oh mein Gott, übertreib nicht. 8 Lachsmileys? So lustig war mein Kommentar jetzt auch nicht. Mein Gott, wenn er immer so übertreibt in der Beziehung, was soll ich denn da... Gott, das ist ein Drama Queen, er ist ein Drama Queen. Wenn er bei WhatsApp schreibt und keine Smileys benutzt. Oh, sorry, du Model. Der Herr ist zu cool für diese Welt. Wenn er im Bett auch so wenig Motivation hat wie auf WhatsApp, dann post mal. Aber abgesehen von Männern ist das in anderen Lebensbereichen eigentlich nicht viel anders. Wir gehen kurz in die Stadt, um ein T-Shirt zu kaufen. Mit was kommen wir zurück? 2 Paar Schuhe, ein Haarband und ein Rock, wo wir nicht wissen, wann wir den jemals anziehen können und ob wir überhaupt da reinpassen. Ja, aber was fehlt? T-Shirt. Weißt du, du kommst nicht mit dem zurück, was du eigentlich wolltest, aber du kommst trotzdem so nach Hause. Und vom Spiegel stehst du dann nachher so. Was hast du da schon wieder für eine Scheiße gekauft? Ja, und so ist es halt auch manchmal mit Männern. Du nimmst das mit nach Hause, was du eigentlich nicht wolltest. Fuck our life. So, ihr kleinen Stinkepeter, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Ihr kennt doch alle den Spruch, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm, und genau das ist mein Motto, wenn mir jemand mein Herz bricht. Wenn eine Sache mit jemandem zu Ende geht, ist diese Person für mich nicht mehr existent. Ich bin so, oh, er hat auf dieser Couch gesessen? Zeit für ein neues Sofa. Er hat von meinem Geschirr gegessen? Shopping time. Er hat meine Haare angefasst? Mhm, gib mir ein Problem, was schwieriger zu bewältigen ist, Babe. Gott, wenn sein muss, lass ich mir sogar eine neue... machen, wenn es sein muss. Haustiere waren sowieso noch nie mein Ding. Kennst du noch die Geschichte vom letzten Einhorn, Motherfucker? Ich bin der verdammte rote Stier, der alle Spuren verwischt, bis du nicht mehr existent bist. Nicht mehr existent. Der rote Stier rannte dicht hinter ihm und verwischte ihre Spuren. Du scheiß Affenköttel! Sag mal so, wenn du mein Herz gebrochen hast, ich hasse dich nicht. Aber wenn ich dein Leben ausstöpseln müsste, damit ich mein Handy laden kann. I'm in. Sie sagen ja, Liebe macht blind. Und wenn ich dann an dich denke, yo. Habe ich dafür den Leben genommen. Und ich muss dich aus meinem Leben löschen. Ich meine, wie wär's denn, wenn wir uns nochmal wiedersehen und du hast vielleicht eine neue Freundin? Was soll das arme Mädchen denken? Das ist wie beim Frauentausch, wenn die eine in eine richtig geile Bude kommt und merkt, dass sie die Asoziale ist. Sorry, but you lose. Nein, aber mal ehrlich, es ist total sinnlos, seine Energie dafür zu verschwenden, seinem Ex-Freund nachzutrauern. Es ist genauso sinnlos wie 2 Typen mit Glatze, die sich über einen Kamm streiten. Nobody needs that shit. Also, Ladies, aus den Augen, aus dem Sinn. Bringt dich übrigens auch einen Schritt näher dahin, den richtigen zu finden. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video gefallen hat. Es ist ja wieder die Zeit im Jahr, wo die Gesellschaft dir eintrichtern möchte, dass du so langsam mal deinen Summerbody fertig haben solltest. Ich persönlich bin ja ganz froh, dass der Sommer noch nicht da ist hier bei uns in Deutschland, denn wie soll ich sagen? Ich bin noch nicht fertig mit meinem...
meinem Sommerbody. Aber gut, ich meine, ab nächsten Monat wird es dann wirklich warm. Ist mir ein paar Kilo zu früh. Aber weißt du was? Man muss die positiven Dinge daran sehen. Während die ganzen durchtrainierten Fucker ihren Schaulauf im Schwimmbad machen, ist die Schlange am Pommesstand kürzer. Außerdem habe ich im Physikunterricht gelernt, dass alle heißen Körper sich ausdehnen. Also bin ich nicht zu dick, sondern einfach zu heiß. Man kann es auch einfach so betrachten. Mein Bauch ist nicht zu rund, sondern meine Beine sind einfach zu weit hinten. Gosh, was war das? Ich bin auch völlig zufrieden mit meinem Gewicht. Die Sache ist die, ich bin einfach nur zu klein. Ach, wie könnte ich es vergessen? Mehr Fett. Mehr Boobies. Und wenn man sich wirklich seines Körpers schämt, weil irgendwelche Spargelwichser online ihre Fotos vom Spiegel posten, dann gibt es immer noch eine andere Möglichkeit. Du ziehst dich ganz schnell aus, gehst ins Wasser und rollst dich sofort durch den Sand. Und was bist du dann? Was bist du dann, ha? Huh? Holy motherfuck, du bist ein mega geiles Schnitzel. Du wirst der Eyecatcher am Beach sein. Weil Menschen, die keine Schnitzel mögen, beschimpfen auch keine Babys. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich bin wirklich bereit für den Sommer. Ich habe halt nur vergessen, meinem Körper Bescheid zu sagen. Aber damit kann ich leben. Wenn mich jetzt jemand fragt, sind Sie bereit für den Sommer, wäre meine Antwort. I don't know. I don't know. Also fühlt euch in eurem Körper wohl und macht mal halblang. Wir sind hier in Deutschland. Hier ist maximal 5 Tage Sommer. Und ganz ehrlich, 5 Monate Sport und Diät für 5 Tage Bikini? Das ist ja wie 40 Jahre Arbeiten und 400 Euro Rente im Monat. Kommt schon. Also präsentiere ich dieses Jahr mal wieder mit vollem Stolz dieses Modell mit dem Namen Leck mich am Arsch, wieso ist noch kein Würstchen auf dem Grill? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach. Ich hab die Hand nicht frei. Lasst noch einen Daumen nach oben. Ich liege im Bett und heute hatte ich wirklich mal Zeit, ein bisschen durchs Internet zu scrollen. Und dabei sind mir heute einige Bilder von Frauen begegnet, wo ich mich wirklich frage, was zur Hölle stimmt mit euch nicht? Fotos über Fotos, aber du siehst immer den gleichen Blick. What the fuck? Ist klar, wir Weiber haben alle mal unseren hyperdramatischen Moment, wo wir so ein bisschen... Wo wir uns fühlen wie verdammte Victoria Beckham jeden Tag mit ihrer Fresse, weißt du? Gott, ja, diese Stimmung ist mal okay, aber mal. Und nicht immer. Ich werde ständig penetriert auf meinen Feed von... Ey Mädels, ganz ehrlich, was ist eure Mission dabei? Machst du Werbung für Totenstarre oder was soll das? Was soll das? Das Einzige, was man denkt, wenn man so ein Foto sieht, ist... Gott, wie sahst du vor deinem Unfall aus? Diese Gesichtsausdrücke sind eigentlich wie Analsex. Beschissen! Auch diese Kack-Mode-Blogger, die gucken entweder runter oder verdecken komplett mit der Hand ihre Fresse. Wobei das eigentlich ziemlich befriedigend ist. Ja, und wenn sie das nicht machen, beschmeißen sie dich mit diesem Kack-Pseudo. Ich bin ein Model-Fick-Blick. Boah, mir ist schlecht. Mädel, wo sind deine Zähne? Zeig die mal! Und jetzt erzähl mir nicht, deine Zähne seien zu schäbig. Ich setz mich auch hier hin und man könnte eigentlich einen Pferdedoktor holen. Die denken, das ist sexy. Die denken, die sehen aus wie ein Model. Wann ist es sexy geworden, dass man aussieht, als wäre man tot von innen? Wann? Hä? Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die wirkliche Kernfrage dieses Videos. Wer möchte sowas bumsen? Wenn ich ein Typ wäre und ich würde so eine alte Flach legen wollen, die liegt unter mir und macht so... Jesus motherfucking Christ, dann wird mein Wiener Würstchen zu einem verkackten Teenie-Weenie. Weißt du, was ich meine? Niemand steht auf dieses Schlaganfall-Face. Oder noch besser auf dieses, oh mein Gott, ich bin so überrascht, Gesicht. Ohne Scheiß, das macht einem Angst. Mädels, ihr müsst mehr lächeln. Mehr lächeln. Bachelorette gucken ist wie kacken gehen. Keiner redet drüber, aber alle machen's. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Olle da den richtigen Mann findet, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, auf Anhieb die richtige Portion Nudeln zu kochen. Über diese Frau müssen wir nicht mehr reden, oder? Alles, was ich von der mitkriege, ist nur dieses gefakte Grinsen, als würde sie selbst die ganze Zeit nur denken, was mache ich hier? Scheiße. I need somebody help. Or anybody help. Manche Menschen sind der lebende Beweis dafür, dass Gehirnversagen nicht immer auch zum Tod führen muss. Viel spannender als das gepopuliftete Püppchen, dessen Gespräche so deep sind wie ein Teller, ist die diesjährige Vollkatastrophe der Sendung. Die Kandidaten.
Entschuldigung, mir kam gerade ein bisschen Kotze hoch. Diese Frage geht raus an die Casting-Redaktion. Was ist eure fucking Mission? Woher habt ihr diese Wattestäbchen an Lecker? In ihren viel zu langen Unterhemden. Schicke Klamotten. Gibt's die auch für Männer? Mit was haben wir es hier zu tun? Sind diese Jungs Abfallprodukt der letzten Malle-Party? Habt ihr diese roten Kobolde aus irgendeinem Fitnessstudio gezogen nachts um drei? Bizeps? Geil! Sind das die Intelligenzallergiker, die bei Tinder so ein Bild oben ohne drin haben? Als einziges Bild. Sind das die Pimmelotter, die sagen, meine Traumfrau den Charakter einer Dicken und den Body eines Models? Halt die Fresse! Weißt du, und dann erfährst du aus der Presse, dass die am Ende einen auf Analdelfin machen und sich alle gegenseitig in der Welt abpusten. Ich meine, ich kann es ja verstehen. Die Bachelorette ist ungefähr so spannend wie Entchenangeln auf der Kirmes, oder? Ich möchte ja gerne auch halt niemand einzeln angreifen. Ich möchte halt alle im Kollektiv beleidigen. Und dann kommen sie immer alle mit ihren Storys. Ich bin Single seit Jahren. Ich bin keine Frau. Mein Penis ist klein. Was? Das Ding ist halt einfach, ihr seid nicht Single, weil ihr keine Frau findet. Ihr seid Single, weil ihr scheiße seid. Aber ich gestehe, es ist ja ganz lustig, dieser primitiven Affenbürstchen-Schwanzparade zuzuschauen. Da tut mir die Kakorette auch echt so ein bisschen leid. Muss ich schon... Oder warte, hat die nicht letztens in der letzten Folge diesen Typen geknurrt? Ich nehme alles zurück. Wenn das, was da rumläuft, den jetzigen Männermarkt repräsentiert, ne? Danke, Kakorette, dass du die genommen hast. Danke. Mädels, das sind ein paar Alpha-Kevins weniger für uns.